Langweilig. Langweilig? Hunger. Hunger? Lass uns was kochen. Gute Idee. Hey! Na? Und was kochen wir? Ich hätte Karotten. Paprika. Und Fisch. Ah, gute Idee! Gefüllte Paprikaschoten, alle Erbse und Fisch. Hier. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja. Ich will kein Thunfisch. Wir brauchen Lachs. Wir brauchen Lachs. Hast du Lachs? Nö. Moment. Peter? Lachs. Na? Moin, Lachs. Wo soll er denn hin? Mein Lachs! Mein Lachs! Stopp! Fischkontrolle! Puls? Nein! Kiemen? Rot! Augen? Klar! Herztöne? Hat er auch nicht. Frisch ist er! Na, was soll das denn? Ja, wegen der Hygiene. Skalpell. Fertig! So, nun wird der Lachs angebraten. Pfanne? Jupp! Ich weiß schon. Butter! Halt rum! Nein, die Haut soll noch kosch werden. Ah! So! Buddeln wie bei Muddeln. Du kommst aufs Backblech und dann für 17,3 Minuten im Backofen. Und rein in die gute Stube. Jetzt schälen wir die Karotten. Stopp, ich hab da mal was. Werbung! Meine Damen und Herren, kaufen Sie den neuen Schälblitz. Für Obst, Gemüse, Karotten, Kartoffeln. Alles kann man mit diesen tollen Dingen schälen. Und wenn Sie ihn heute bestellen, sofort kaufen, geben wir nicht nur eine, nein, zwei, nein, sogar drei Karotten dazu. Kaufen Sie jetzt der Schälblitz. Kaufen Sie. Heller geht's nicht? Doch! Schälblitz! Ass rein! So, nun werden die gewürfelt. Gewürfelt?
fertig. Ab ins Wasser. So, Leute. Nun kommen die Paprikas. Drei haben wir schon fertig. Wir schneiden einmal hier um den Stängel rum. So. Wirklich nicht in den Fingers. Offen ist er. Dann nehmen wir einen Teelöffel. Dann kratzen das Weiße schön raus. Das wollen wir nicht haben. So. Das Weiße muss raus. Das Weiße muss raus. Natürlich auch schön darauf achten, dass die Kerne raus sind. Wir müssen das Problem am Kern. Kern raus! So, und nun waschen wir die Dinger noch kurz ab und dann geht das gleich weiter. Jetzt kochen wir die Karotten. Stopp! Hast du nicht was vergessen? Jo, Brühe! Drei Löffel, sonst ist das zu viel. So, nun kochen wir die, bis sie schön weich sind, ne? So, nun bereiten wir die Zwiebeln vor. Denn wir wollen hier gefüllte Paprika machen. Und dann nehmen wir einfach mal so die äußere Schale ab. Denn wofür, das seht ihr gleich. So, dass wir so ein paar Stücken haben hier. Achtung! Ich hab da mal was vorbereitet. So, abkippen. So, stampfen. 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 So doch nicht! Gib her! Alter, reicht! Ah! Fertig! Ihr fragt euch jetzt, was soll das? Guck zu. Jetzt füllen wir die Paprikas. Erst Rübenmus, dann eine Zwiebel. Zwiebel, Rübenmus. Rübenmus, Zwiebel. Nee, war ja schon drin. Stopp! Du hast doch was vergessen. Was? Erbsen. Da ist ja noch was über. Boah. So, die kommen jetzt für 30 Minuten in den Backofen. Und dann ist fertig. So, fertig. Lecker, lecker, lecker. Njam, 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 njam. Machen wir noch ein bisschen Salz drauf. Und Pfeffer? Soll ich dir mal eine pfeffern? Ja, pfeffer mal. Ist dir das etwa nicht scharf genug? Bitteschön. Danke. Ja, dann guten Appetit. Ja, lecker, lecker. Mm. Und denk dran, lass was für Max über. Jo. So muss der Lachs sein. Guck mal gerade mal eben durch. Der ist so saftig. Njam, 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 njam. Njam, hast du mal noch mal Pfeffer mal? Soll ich dir mal eine Pfeffer? Ja, Pfeffer mal. Du sag mal, letztens war ich einkaufen, ne? Und da hatten die 1 Million Jahre altes Meersalz, ne? Und das war im Angebot. Weißt du warum?
Haltbarkeitsdatum? Jo, läuft übermorgen ab, du. Bescheuert, du. Ich bin bekloppt. Oh, guck dir das mal an, du. Der Lachs ist sensationell. Firma Pedersen, Marsol. Heute Morgen. Und jetzt? Njam, 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 njam. Stopp! Max! Okay. War lecker! Prost!